Auch unsere Region schaut heute nach Hessen, wo gewählt wurde. Wir schauen nicht zuletzt auch deshalb, weil die Landtagswahl als eine Art Härtetest gilt für den Fortbestand der GroKo. Und es gab mal wieder, muss man sagen, schwere Verluste für CDU und SPD. Grüne und AfD sind die Gewinner. Zu den genauen Zahlen kommen wir nachher noch. Mein Kollege Timo Nikolas hat in Berlin-Kreuzberg in einem kleinen netten Lokal, in dem sich gerne Hessen treffen, die Reaktionen auf das bisherige Ergebnis eingefangen. Handkäse mit Musik ist das Gericht der Wahl heute Abend. Eine hessische Käsespezialität mit Zwiebeln. Dazu wird Apfelwein getrunken. Der Hessen-Stammtisch hat sich in Kreuzberg zur Wahlparty getroffen. Exilhessen, die sich auch sonst etwa einmal im Monat im Weinkeller in der Blücherstraße zusammensetzen. Als die erste Prognose über den Bildschirm läuft, wird es still hier. CDU, SPD verlieren stark, da macht sich bei vielen Ernüchterung breit. Christine Bangert sieht nur einen Ausweg für die SPD, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich denke, die SPD sollte die Große Koalition verlassen und ihre Kraft wieder in der Opposition finden. Aber das wird sie nicht tun, zu meiner Einschätzung. Ihr Mann Rolf kommt seit 2 Jahren zum Hessen-Stammtisch. Hier kann er ein bisschen Heimat leben und trinken. Seine Laune ist gut. Ich freue mich für die Grünen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Ergebnis, weil ich den Grünen sehr nahe stehe. Ich ärgere mich über die AfD, dass die so stark wird. Und der Niedergang der großen Parteien ist, geschieht ihnen irgendwie recht. Ich finde es schade, aber die SPD hat es sich absolut selbst zuzuschreiben. Und insofern gemischte Gefühle. Ein anderer häufiger Gast ist Andreas Hölke, hessischer Patriot, wie er sagt. Er wohnt seit 20 Jahren in Berlin. Was glauben Sie denn, welchen Einfluss hat diese Wahl auf die Bundespolitik, also hier auf Berlin? Ich denke, sie wird einen Einfluss haben. Gerade im Bereich der SPD wird es sicherlich Bewegung geben. Die SPD hat es bei der Wahl nicht so gut abgeschnitten. Davon gehe ich aus, dass da in der SPD Bewegung kommen wird. Und ja, mal schauen. Am Ende hoffen viele hier auf eine Fortführung von Schwarz-Grün in Hessen. Die hätten gute Arbeit geleistet, heißt es. Ob und was sich jetzt bei der GroKo im Bund ändern müsse, darüber wurde am Abend noch länger diskutiert.